Am Freitag wurde Puck, das Eishockeymuseum, direkt am Rande des Sauerlandparks in Hemer im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Sport feierlich eröffnet. Hemers Vizebürgermeister Wolfgang Römer erinnerte in seiner Rede auch an die Anfänge des Eishockeys im kleinen, beschaulichen Darlinghofen. Manchmal sind es die Zufälle der Geschichte, die Dinge auf den Weg bringen, die ansonsten vielleicht nie passiert wären. Das gilt auch für den Weg, der das Eishockey in das Sauerland gebracht hat. Im März 1953 kamen die ersten kanadischen Soldaten nach Hemer, genauer gesagt nach Darlinghofen. Das war vor 66 Jahren. Die Gründung des ECD stand dann im Jahre 1959, also vor 60 Jahren an. Es war der Beginn einer Generation verbindenden sportlichen Erfolgsgeschichte, die bis heute die Menschen hier in Hemer und auch in Iserlohn auf eine ganz besondere Art und Weise verbindet. Es ist die Geschichte einer Euphorie, die langsam gewachsen ist, die erst die Älteren mit dem Eishockey-Virus infizierte. Den entscheidenden Schritt machten dann junge Menschen, die knapp 15 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gemeinsam einen Verein, den EC Darlinghofen, gründeten. Immerhin den ersten Eishockey-Club im Sauerland. Zur Historie gehört aber auch, dass die Idee zu diesem Eishockey-Museum im Jahre 2012 durch die Schließung des bis dahin einzigen Eishockeymuseums in Augsburg geboren wurde. Eine Fraktion im Hemeraner Stadtrat, dessen Namen ich hier nicht explizit preisgeben werde, naja, aber so viel kann ich vielleicht doch sagen, dass der letzte Buchstabe dieser Fraktion der zweite Buchstabe des heutigen PUC ist, hat also im April 2012 einen Antrag auf Prüfung zur Errichtung des Museums gestellt. Und, sehr geehrte Damen und Herren, schon nach 7 Jahren können wir hier die Eröffnung feiern. Das geht so ein bisschen in die schon angedeutete Richtung. Ich freue mich sehr, dass wir hier und heute nach allen Unwägbarkeiten und Hindernissen der Vergangenheit das Museum der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Dies alles wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht das unglaubliche Engagement von Engelbert Himmrich und Familie als treibende Kraft im Hintergrund und oft auch im Vordergrund immer wieder den Fortgang der Arbeiten positiv beeinflusst hat. Ohne Ihren Einsatz für ein eigenes Eishockeymuseum in Hemer, lieber Herr Himmrich, vor allem auch durch die finanzielle Unterstützung, würden wir heute hier alle nicht stehen. Auf rund 110 Quadratmetern Fläche findet der Besucher eigentlich all das, was Generationen von Aktiven und Fans zusammengetragen haben. Rund 130 Spender haben Trikots, Fotos, Pokale, Fanartikel, Stadionhefte, Bewegtbilder, Tondokumente, Schlittschuhe, Torwartmasken und vieles, vieles mehr dem Museum als Geschenk oder Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Museumsmitinitiator Rainer Tüttelmann erinnert sich. Es sind ungefähr 130 Spender dabei. Die jüngste Spende ist vor circa 4 Wochen aus Toronto uns zugekommen. Das werden Sie gleich unten auch im Museum sehen. Und die Fans kommen aus ganz NRW, die uns was gespendet haben. Einige haben über Eishockeyspiele das im Fanshop deponiert, da musste ich das abholen. Ich bin also manchmal mit der Kameratasche zum Eishockey gegangen und vollgepackt wieder nach Hause gefahren. So war das. Was mich sehr berührt hat, waren viele, viele Gespräche von Spendern, wie die Fans uns Sachen gegeben haben und immer eine Geschichte dazu erzählt haben. Ob es eine Senioren-Unionsvorsitzende aus Arnsberg-Hochsauerlandkreis war, die ihre Termine dort immer so bündelt, dass sie Russerspiele sehen kann. Ansonsten findet keine Veranstaltung da statt. Oder über die ganz vielen Fans, die gekommen sind, die zu jedem Trikot, zu jedem Stock etwas zu sagen hatten. Das Ganze war allerdings nur möglich, weil wirklich in der Tat mit Klein und Neumann hervorragende Partner dabei waren, die die Räumlichkeiten, so wie sie ich mir vorgestellt hatte, dann wie sie das umgesetzt haben. Martin Zierwitz ist zu erwähnen,
Wichtig war, und das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, der erste Raum, der größte Raum, das ist der Deilinghofer Raum mit der gesamten Geschichte, mit der Tradition, wo die hier angefangen ist. Und ich will nicht zu viel verraten, Sie werden das dann hinterher auch sehen. Pünktlich zur Eröffnung des Museums fand dann auch noch das erste ECD-Trikot seinen Weg ins Museum. Ja, das ist also das Original-Trikot und da sind wir also richtig, richtig stolz. In Zukunft wird es immer wieder neue, wechselnde themenbezogene Schwerpunkte in der Ausstellung geben. Viele Besucher werden also sicherlich zu Wiederholungstätern. Der Anfang ist gemacht, die Geschichte wird weitergeschrieben und Puck, das Eishockey-Museum, hat schon jetzt einen festen Platz darin. Dieses Museum ist eben einmalig in Deutschland.